Die Serienfertigung dieses O305 begann 1969. Hierbei handelte es sich um standardisierte Linienbusse für den Stadt- und Überlandverkehr. Daimler-Benz wurde vor den Konkurrenten MAN und Magirus Deutz sowie dem anfänglich noch sehr erfolgreich agierenden Wettbewerber Büsing zum größten Hersteller von VÖV-Standardbussen, die sich schnell in ganz Deutschland und teilweise auch im Ausland verbreiteten. Neben den zweiachsigen Solowagen wurden für den Stadtverkehr auch Gelenkbusse hergestellt, zunächst allerdings nur von Fremdfirmen. Der Mercedes-Benz O405 ist ein Stadtlinienbus von Daimler-Benz in Hochflurbauweise, der von 1984 bis 2001 serienmäßig gebaut wurde. Dieses Fahrzeug gehört zur zweiten Generation der VDV-Standard-Linienbusse und ist der direkte Nachfolger des O305. 1974 erscheint die neue Omnibusreihe O303, deren Design dem Zeitgeschmack folgend wesentlich glattflächiger als das des Vorgängers O302. Ausfiel, sich jedoch optisch stark an dieses sehr erfolgreiche Modell anlehnte und auch dessen technische Weiterentwicklung darstellte. Der Mercedes-Benz O303 war ein Reisebus der Daimler-Benz AG aus den 1970er und 80er Jahren.